Leute, ich bin's wieder, euer Ranger Jones und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute mal wieder hier auf dem Langenhardt bei Lahre im Schwarzwald unterwegs. Ich habe den Windpark schon mal in anderen Videos kurz gezeigt, zum Beispiel als ich das Repowering im Windpark Ettenheim mit den N62 begleitet habe. Da war ich auch schon mal kurz hier. Ja, und heute bin ich hier, weil es wieder was Spannendes zu berichten gibt. Es wird nämlich eine neue Anlage gebaut. Kurzer Rückblick, hier standen mal drei Nordex S77, wurden 2003 gebaut. Davon steht jetzt leider nur noch eine. Zwei der S77 sind leider komplett abgebrannt. Das scheint bei dem Anlagentyp öfters mal zu passieren, wenn die Anlagen in die Jahre kommen. Ja, die erste ist 2013 abgebrannt. Dafür wurde dann 2016 eine Enercon E115 errichtet mit 149 Meter Nabenhöhe. Die steht jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja, 2019 ist dann die nächste S77 abgebrannt. Und dafür entsteht jetzt eine neue Enercon E138 EP3 E2 mit 160 Meter Nabenhöhe und 4,2 Megawatt. Genau die baugleiche Anlage zu den Anlagen auf dem Hohen Lochen und in Biederbach. Aber ich habe schon öfters erwähnt, ich bin ziemlicher EP3-Fan und deshalb ist es jedes Mal wieder ein Highlight, eine Baustelle zu beobachten. Ja, man konnte den Baufortschritt ziemlich cool per Webcam verfolgen. Auf der E115 ist eine Webcam, die alle paar Tage mal Bilder schießt. Da konnte man das gut mitverfolgen. Ja, im April war ich das letzte Mal hier. Da stand noch der Betonsockel der alten S77. Und das ging jetzt alles relativ flott. Also das neue Fundament hatten sie ziemlich schnell gegossen. Der Betonturm war auch ruckizucki hochgezogen. Ja, und jetzt war ich 2 Wochen in Urlaub und jetzt ist der Bau der Anlage schon relativ weit fortgeschritten. Vorgestern wurde das Maschinenhaus montiert. Da gibt es ein Bild auf der Webcam. Ich werde den Link vielleicht mal einblenden. Ja, und heute müssen sie den Stator gezogen haben. Der ist auch schon oben. Ich glaube jetzt nicht, dass heute noch was passiert. Es ist jetzt schon relativ spät. Das dauert ja auch immer eine Zeit lang, bis sie den Stator gezogen haben. Und ist jetzt auch ein bisschen windig. Man sieht, die anderen Anlagen laufen ganz gut. Ja, und eine von drei Nordex S77 ist noch übrig. Bisher nicht abgebrannt. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass sie noch bis 2023 läuft, bis dann die Vergütung ausläuft und sie dann vielleicht repowered wird. Aber ziemlich geil, dass jetzt hier drei unterschiedliche Generationen von Anlagen stehen. Unterschiedliche Größe, unterschiedliche Leistung. Dass man mal so die Evolution sieht. Das ist schon echt geil. Und jetzt der Unterschied von S77 und E138 ist schon echt krass. Ja, genug geredet. Ich werde mich jetzt mal aufmachen zur Baustelle und ja, mal schauen, was es da Spannendes zu entdecken gibt. So, ich stehe jetzt hier nochmal unter der guten alten Nordex S77. Die gute. Cool, dass sie hier noch steht. Ich hoffe, sie bleibt auch noch ein bisschen erhalten und brennt nicht auch bald ab. Das wäre echt verdammt ärgerlich. Die andere Anlage, für die die EP3 jetzt gebaut wird, die wurde nämlich auch erst kurz vor dem Brand gewartet und ist dann doch abgebrannt. Aber da steckt man manchmal nicht drin. Ja, aber cool, dass der Anlagentyp hier noch steht, dass man einfach mal so den Vergleich hat zur neuen Generation. Die verschwinden jetzt leider auch immer nach und nach, haben bald ihre 20 Jahre erreicht und werden repowered. Ja, hier hat man jetzt auch einen schönen Blick auf die EP3 Baustelle. Sieht auch wieder cool aus, wie sie aus dem Wald rausguckt. Das ist so mein absolutes Lieblingsdesign von Enercon momentan. Ich glaube, der Generator ist noch ein Stück größer als jetzt von der EP5. Ja, hier hinten nochmal die E115. Ja, der Bereich um die Baustelle ist hier großflächig abgesperrt.
Aber ich werde mal versuchen, bis zum Absperrband zu kommen. Genau, da ich noch ein bisschen was von der Baustelle sehe. So, ich bin jetzt hier noch mal etwas näher an der Baustelle. Und hier sieht man die Anlage noch mal schön in voller Größe. Ach, ich finde es echt immer wieder beeindruckend, der 160 Meter Turm. Das ist echt so ein Monster. Ist auch echt wieder geiles Wetter heute. Toller blauer Himmel, echt ein schönes Bild. Ja, hier vorne ist jetzt leider die Absperrung. Da komme ich jetzt von hier, von dieser Seite, nicht näher ran. Ich versuche jetzt mal von der anderen Seite noch ein bisschen näher ranzukommen, um zu sehen, was denn hier alles noch so für Teile auf der Baustelle rumliegen. So, ich bin jetzt hier nochmal relativ nah dran. Näher rangehen will ich jetzt nicht, sonst bekomme ich noch Stress. Da hinten liegt der Generator. Da ist schon die Traverse montiert für die Montage. Der wird wohl in den nächsten Tagen gezogen. Da hinten liegt die Narbe. Ja, und hier bin ich jetzt echt nochmal richtig nah dran am Kran. Das ist echt so beeindruckend. Scheint der gleiche Kran zu sein wie auf dem Hohen Lochen. Jo, ich würde mich jetzt aber echt vom Acker schaffen. Hier sind nämlich auch noch Monteure. Ja, dass ich hier keinen Stress krieg. Ich werde dann von weiter weg einfach nochmal filmen. Aber echt ein geiles Bild. So, hier habe ich jetzt noch was ziemlich Cooles entdeckt. Das erste von drei Rotorblättern ist nämlich schon auf der Baustelle angekommen. Ist hier am Selbstfahrer befestigt. Und das haben sie jetzt hier mal bei der E115 geparkt. Bei der eigentlichen Baustelle ist der Platz nämlich sehr beschränkt. Liegt nämlich auch direkt neben dem Forstweg. Und deshalb haben sie es erstmal hier geparkt. Ja, die anderen zwei Rotorblätter liegen unten, unweit der Autobahn, der A5. Da habe ich mich bei der Herfahrt schon gewundert, warum da nur zwei liegen. Also habe ich mir gedacht, dass das dritte wohl schon hier angekommen ist. Ja, jetzt werden sie noch Generator und Narbe montieren die nächsten Tage. Und dann geht es auch schon weiter mit der Rotorblattmontage. So der spektakulärste Part eigentlich. Das Blatt kommt einem jetzt gar nicht so riesig vor. Da müsste man eigentlich mal unten drunter durchlaufen. In Biederbach hatten sie es auch einfach auf dem Feld geparkt. Da konnte ich schön unten drunter durchlaufen. Da wirkt das Ganze noch mal krasser. Aber ich halte mich jetzt hier an die Spielregeln. Hier stehen Hütchen. Nicht, dass es nachher heißt, warum läuft der Idiot hier auf der Baustelle rum und es passiert noch was. So, von hier aus hat man jetzt echt nochmal einen coolen Blick auf den Windpark von der anderen Richtung. Von etwas weiter weg. Und hier sieht man nochmal den krassen Größenunterschied der Anlagen. Da hinten blitzt die kleine S77 hervor. Die wirkt echt wie ein Zwerg im Vergleich zu den anderen Anlagen. Auch im Vergleich zur E115 schon. Echt krass. Ja, wenn die E138 dann mal ihre Rotorblätter hat, dann ist der Unterschied nochmal krasser. Sieht man sie nochmal schön von vorne. Ja, ich bin echt gespannt, wie sie aussieht, wenn sie fertig ist. Ich schätze mal, dass sie spätestens nächste Woche dann fertiggestellt wird. Die anderen Rotorblätter müssen ja erstmal hierher transportiert werden. Ja, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Im Anschluss folgt wieder ein kleines Drohnenvideo. Viel Spaß dabei. Schreibt gerne wieder Kommentare. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.